Ja, wenn du den Kochkurs buchst, erwarten dich genussvolle Menschen, auf die du triffst. Wir sind gemeinsam eben genussvoll unterwegs und das Ziel ist die große Tafel, wo wir dann alles selbst zubereitete verspeisen und natürlich begleitende Getränke. Aber am allerwichtigsten ist die entspannte Stimmung. Es gibt nichts Falsches. Keiner weiß, wie es hätte aussehen sollen. Ich verrate nichts. Und von daher nimmt man immer was mit. Die kleine Stellschraube, die verändert wird, die man zu Hause einsetzen kann. Und viel, viel Infos zu dem, was wir tun, wie wir es tun und vor allen Dingen eben auch, womit wir es tun, nämlich mit Lebensmitteln, Mittel zum Leben. Das ist das Wunderbarste, darauf triffst du und ich freue mich einfach auf jeden, mit dem ich so unterwegs sein kann. Das ist das, was dich erwartet. Ja, die Sonne steht am Himmel. Wir haben Spätfrühling und passend dazu war gerade gestern Abend ein wunderbarer mediterraner Abend. Felicita. Wir sind nach Italien eingetaucht. Gerade 2 Tage vorher ist die große Palette mit sardischem Wein gekommen, frische Amalfi-Zitronen. Und was bietet sich dort an? Damit haben wir gekocht, das haben wir getrunken. Wie läuft so ein Abend ab? Wenn du kommst, wir begrüßen mit dem passenden Aperitif und dann stellen sich die Teilnehmer schon ganz locker in der Regel selber vor. Das Ganze wird aber auch erleichtert dadurch. Schürze an, Namensschild drauf, die Hände sind für wesentliche Dinge frei und dann führe ich in den Abend ein. Ich stelle die einzelnen Stationen vor, man trifft sich dort zu zweit oder dritt. Zu dritt, der eine macht die Vorspeise, die nächsten einen Teil des Hauptganges. Und wenn es was Zentrales gibt, was häufig die Zubereitung beim Hauptgang ist, sei es ein Stück Fleisch, sei es der Fisch, den wir vorher filetieren oder nachher filetieren, dann treffen wir uns gesamt um den Tresen und alle können mir zuschauen. Das gemeinsame Kochen nimmt so 2 Stunden in Anspruch. Die Luft wird nicht trocken. Es gibt den Küchenschluck dazu. Und wenn dann alles vorbereitet ist, dann kann jeder selber entscheiden, ob er uns beim Finish begleitet. Die anderen nehmen schon mal Platz an der großen Tafel. Wir richten an, wir servieren. Mein Mann macht die Gläser voll. Passende Getränke werden eingeschenkt. Ja, und dann nimmt der Genuss seinen Lauf. In der Regel kochen wir 3 Gänge, die mit vielen Komponenten gefüllt sind. Wenn das Dessert, in diesem Fall bei dem mediterranen Abend natürlich die deutsche, in dem Fall war es, wir haben gestern Abend eine Sauvignon geschlagen. Spüre sie noch auf meiner Zunge. Danach gibt es den Espresso, der Digestif darf nicht fehlen. Ja, das Ganze findet statt bei angeregten Gesprächen. Und nachher franzt das manchmal aus, denn die Teilnehmer lernen sich ja kennen. Und dann kommen auch schon viele persönliche Gespräche. Und Freude, Spaß haben wir einfach. Ja, und nach 4, 4,5, knapp 5 Stunden müssen wir dann die Räumlichkeiten verlassen. Wer zum ersten Mal kommt, kommt häufig noch mit dem Auto. Beim zweiten Mal wird schon der Fahrdienst organisiert. Ja, es läuft ähnlich ab, aber natürlich sind die Teilnehmer immer der große Unterschied. Wer bringt sich wie selber mit? Aber Freude ist garantiert. Das kann ich versprechen. Da hast du absolut recht, Nähen ist meine allerliebste Freizeitgestaltung. Es ist die Freude an dem Schaffen. Wenn ich das vor mir liegen habe, da ist einfach ruckzuck etwas fertig,
was nachher auch getragen, anzuschauen ist, gebraucht werden kann und ich kann es mit meinen Händen schaffen. Ich habe Eltern gehabt, gerade meine Mutter, die ganz früh erkannt hat, da ist ein Kind, die kann ihre Hände gebrauchen. Die hat mich mit 6 Jahren schon in die Nähschule geschickt. Ich habe alles schön mit Nadel und Faden und auf einer Tretmaschine gelernt. Und dann bin ich auf eine katholische Mädchenschule gekommen. Ich komme aus Westfalen und da sind wir eben doch sehr schwarz und katholisch. Aber das Curriculum muss erfüllt werden. Aber wir wurden an die Hand genommen. Immer wieder die Hände. Und ein Kind, was über Stock und Stein und über Stühle und Bänke geht, was einfach ein Temperament hat, dem hat das sehr gut getan, dass da Schwestern waren, die auf mich aufgepasst haben. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Immer das, was ich mit meinen Händen machen kann, was ich schaffen kann, das macht mir Freude. Und dann kamen die Kinder und da konnte ich das richtig ausleben. Kinderkleidung ist schnell gemacht. Ein paar Jahre habe ich das Hobby etwas vernachlässigt, Aufbau der Kochschule. Und jetzt so seit knapp 2 Jahren durch unseren Enkel wieder ganz intensiv. Und somit komme ich dann auch wieder zu meiner Bekleidung und zu meinen Dingen, die ich so gerne, sei es nur das Sofa, ist egal, aber es ist schön. Dinge schaffen, Handarbeit mit den Händen schaffen. Das ist Hobby, das ist einfach Freizeit, das ist für mich entspannt.